Und auf geht's in die nächste Folge. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Windläufer. Und werden erstmal wieder weiterrennen. Zack, 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 zack. Da kommen wir ja nicht hin gerade. Das heißt... Ah, ich merke gerade, ich habe hinten was vergessen. Ein Trüchen. Also, ich habe vergessen zu gucken. Himbeermus. Sehr schön, ich hab mich gut vorbeigeschlängelt. So, da muss ich nochmal kurz gucken. Da war nix. Dachte ich mir gerade, zack. Nein, ich will jetzt keine gefährliche Begegnung mit euch. Wie wär's mit einer romantischen Begegnung? Dass mir der jetzt erst einfällt. Die Option. Wow, was ist das? Monolith in den Ruinen. Der große Stein ist halt etwas. How on earth? Crazy how big rocks can get. No, it's not that. Okay, sheesh. Crazy how big boulders get. That better? I think Saray's more hung up on how the crazy big rock got into these ruins. Yeah, it clearly dwarfs the entranceway, and that doesn't even address the issue of why it was even placed here. Maybe even hundreds of years ago, there were still folks like you who got a kick out of weird objects. Well, who says they hauled it in here? Maybe the ruins were built around the rock, and not vice versa. That's it! This has to be a shrine to the rock itself! It's possible this rock was even a vessel. You can't fathom the true meaning of legends until you've seen their history with your own eyes. Oh hey, like what you and Maven were talking about. Yeah, but now I understand. It's not enough just to use your eyes. Thanks, Rose. Thanks? For... When conventional thinking is hitting a wall, sometimes it takes people whose brains are wild and untamed. People like you. Pretty sure my brain's standard issue? She has no idea. Die kleine Verrückte hier, ey. Sie ist die Irre hier im Bunde. Sie ist definitiv die Irre hier im Bunde. So, da ist auch nichts. Bei... Na komm, auf der anderen Seite ist was angemalt. Ja. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Ich kann es mir schon denken, da im nächsten Abschnitt wartet Hellscheffe, Hellion, Bastard, Bubster, Bingster. Aber das ist so. Nachdem wir, hier geguckt haben. Zack. Ein Trüchen, ein Trüchen. Da ist eine Tische. Ach, so eine große. Du hast keinen Schlüssel für diese Tür. Ich habe immer einen Schlüssel, nennt sich Edna. Mit Edna will ich immer Schlüssel spielen. So, aber bevor ich jetzt da... Ich könnte jetzt auch einen riesen Umweg gehen. Aber das werde ich nicht machen, euch zuliebe. Wir werden es probieren. Tja. Die Welisch-Ruinen.
Ich habe irgendwie kein schönes Gefühl. Okay. Dover 45 gegen Erde, mag er nicht, gegen Feuer. Das heißt, wir sind eigentlich gut. Es kann mit vielen Lasern schießen und seraphische Arts abfeuern. Sehr auf alle Arten von Angriffen gefasst. Es ist leicht so, wir sollten unsere Angriffe koordinieren, damit es keine Chance hat zurückzuhören, wenn wir verwundbar sind. I feel like I'm really being stared at. Well, I mean, it is an eye. I guess that is kind of the whole point. Ja, das ist viel so derselbe. Not this time. Torrent spear. Carve my path. This is bad. Watch your health. Same arrow. I need a hand. Here's an explode. Break on through. Vital projection. Come forth. Open the floodgates. You feel? You all right, Nicleo? Soul resonance. Das ist irgendwie genauso brutal wie das andere Viech, dieser Serket. Das Doofauge. Seite. Edna. Okay. Das machen wir ein andermal, aber ich hole mir trotzdem noch kurz mal die Kisten. Ich hätte doch abspeichern sollen, nachdem ich die Kisten geöffnet habe. Oh, fuck. Das Doofauge hat mich doof umgehauen. Das dämliche Ding. Dieses hässliche kleine Viech. Ich will zu meiner Mami. Ich wusste es sowas von. Da ist gar keine Chance, zurückzuschauen. Zack, 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 haut's mich hoch. Haut's zurück. Das ist brutal, das Viech. Das ist gemein. So. Da können wir den Speicherpunkt aber auch ignorieren. Und wir schauen uns nochmal die andere Seite an. Ist eigentlich hier keine Abkürzung möglich. Das ist doof. Ich hätte hier gerne eine Abkürzung gehabt. Das Viech wird wahrscheinlich irgendwie den Schlüssel oder sowas droppen. Oh Gott, ja, aber ich werde mal noch ein... Ja, kommen wir irgendwann auf jeden Fall nochmal wieder. Wenn wir stärker sind, werden wir da nochmal wieder hingehen. Ist auch keine Möglichkeit der Abkürzung. Schade. So, hast du uns eigentlich irgendwas zu sagen, Rose? Brutal. Das haut eben so richtig instant weg, das Ding. Das ist wie dieser komische Skorpion Serketter, den wir schon hatten, der uns so meint, oh, zack, 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 tot. Boom, tot. Alter. Das macht halt Laserstrahlen. Atomlaser, pff, tot. Da fühlst du dich doch verarscht. Da fühlst du dich doch sowas von veralbert. Ja, ich sehe das mit da. Ich guck da relativ genau hin. Man gewöhnt sich dran. Lebens. Demeter-Ernte. Ein Haber, das das Anbringen reiche Ernten erinnert. Das Gerücht zufolge kann die Nadel bei dünner werden Haarabhilfe schaffen. Okay. So.
verfolgst du mich tatsächlich bis hierher? Was geht denn mit dir ab? Böse. So. Und dann schauen wir noch. Treppen. Zack. Ich bin auch schon gespannt. Das ist ja schon ein weiterer Tales of Titan Arbeit. Tales of Berseria. Weil ich schon mal erwähnt hatte, aber ich bin auch gespannt, was da einer wartet. Und hier ist Feuer. Flup. Und leider brauchst du alle Sachen hier. Einen leeren Ring. Und ein Müdigkeitsschild. Sehr schön. Zack, drumherum. Ich bin der Master auf Ausweichen, zumindest außerhalb von Kämpfen. In Kämpfen, naja, würde ich das eher immer mal als schlecht als, mehr schlecht als recht bezeichnen. Feldspat, Schwert. Heilmitteltrank, sehr schön. You're there, aren't you? Poison Gift. Hast du, gucken wir mal. Ich werde andere machen das viel intelligenter als ich. Aber ne, das ist nicht mein. Over with. Luca and Gerling. Strike! Let's get him! Dragon Blade! Fear on you all! Okay, now's my chance! Strike! Take this! Here goes of water! Fear my wings! Dragon Blitz! Fear my wings! Put some thought into it! Strike! Dragon Blitz! Fear my wings! There! Yeah! Strike! Here you goes! Prepare yourself! Sehr schön. Jade Luminescence! This is it! Strike! Here you goes! Put some thought into it! Fear my wings! Not yet! Double Demon Fang! I better get it together! Aqua Serpent! Take this! Not this time! Torrent Spear! Carve my path! Alright! I better find my enemy! Return to void! I still got stamina to spare. You guys hanging in there? Danke, Rose. Du hast uns da ein paar extra Punkte eingebracht. So, hier war dann doch nicht so viel zu finden. Den Heyon, ja. Den merken wir uns genauso wie den anderen. Wenn wir dann irgendwann mal so stark sind, dass wir die packen. Ohne dass sie uns instant töten. Dann greifen wir die uns auch nochmal. Dann keine Angst, dann hauen wir die. Bloß aktuell bin ich ehrlich gesagt sehr gefragt, wie ich die tot kriegen soll. Absolut null fucking Idee. Ein bisschen zu zeitig. Zack. Dann gehen wir hier lang hoch. Wo wir jetzt hochgehen, ist ja eigentlich egal. Wir wollen jetzt eben bloß schnell wieder raus hier. Und dann den nächsten Schrein suchen. Da muss ich dann erstmal kurz die Karte wieder durchgucken, wo wir hin müssen. Aber der dürfte relativ doch dann auch verhältnismäßig schnell zu finden sein.
Bam, bam, bam. Das hat irgendwann schon wieder folgen können. Vielleicht kriegen wir auch endlich mal ein paar weitere Informationen, was die ganzen Geschichten angeht. Aber das denke ich mal, es dürfte dauern, bis wir dann unsere Fähigkeiten verbessert haben. Daten. Da oben gehe ich von aus, dass wir dahin müssen. Diese Höhle wird sein. Ja. Brauchen wir schon mal auf der Westernschlucht. Ja, auf der Westernschlucht waren wir auch noch nicht. So. Das heißt, ja, wir werden uns jetzt da runter zur Westungsschlucht begeben. Auf zur Westungsschlucht. Ja, komm. Shall we go? Let's spread out. Okay. Attack. Please. Bring on. No escape. Ice cream. How's this? Ready? Dreamland! All right! Don't let up! Serpent of water! Windlands! Fangland! Open the way! What a brute! Windlands! Shred my foam! Burn! We got it! Come forth! No escape! Bring in heat! Not yet! Splash! Na komm, den macht ihr noch schnell fertig. What a brute! Courage! Windlands! Whoa! Weiter. I still got stamina to spare. Das Kreuzchen nehmen wir hier mitchen. Auf zur Festungsschlucht. Schaust du irgendwie merkwürdig aus, oder? Wow. Oder ich mache erstmal Abstecher in diese Höhle. Oder was auch immer das ist. Erstmal gehen wir schnell durch. Ich will jetzt hier den Speicherpunkt nicht lesen. Jetzt will ich mich echt wirklich überraschen lassen. Das ist die Camelot-Brücke. Und ja, hier sollen wir noch nicht hin. Nette Domäne. Ich habe hier auch keine Fertigkeiten. Das heißt, hier habe ich keine Macht. Sorry, ich gehe wieder zurück. Aber es sieht echt spektakulär aus. Oder? Wow. Vor allen Dingen, wie weit bin ich schon gelaufen, wenn ich jetzt nach da hinten gucke. Oh, vor allen Dingen, egal in welche Richtung. Die Bosheit drückt mir ins Gesicht. Die Bosheit wird hier so ein bisschen windtechnisch, drückt mir volle Fresse, volle Möhre ins Gesicht. Und da soll sich Maven vielleicht aufhalten? Ne, ich weiß ja nicht. Aber mehr dazu in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt
Tales of Systeria. Und dann, ich schau mal, ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen unkostümieren und so weiter. Aber könnt ihr auch mal gerne schreiben, ob, was ihr mal sehen wollt, vielleicht Kostüm oder ob ihr eine alte Sache haben wollt, die ich anhatte. Schon, könnt ihr mal schreiben. Und dann würde ich mich über eine positive Bewertung, auch Kommentare mit Kritik gerne auch, auch gerne mit Lob und so weiter freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.